Fantastisch, wenn die Technik einem in der letzten Sekunde das Mikrofon in der Hand drückt, was sie noch im Keller gesucht hat. Ja, mein Name ist Bastian Block, ich mache Stand-Up-Comedy. Ich kann davon leben. Die erste Frage ist meistens, kann man davon leben? Meine Antwort ist oft, isst du das noch auf? Also man wird nicht reich, ne? Das ist klar. Ne? Also wenn ich in den Park gehe, dann füttern mich die Tauben. Ja, aber neulich musste ich den teuren Gang gehen. Ich musste los. Ich wollte Gummis kaufen, weil meine waren alle abgelaufen. Ja, dann bin ich halt los, weil wer Gummis kauft, kauft Hoffnung. Und klar, ne, ich bin jetzt hier, bin's am Valentinstag, bin ich 41 geworden. Das heißt, ich bin jetzt in diesem perfekten Alter, wo sowohl die jungen Frauen als auch die älteren Frauen beide nichts von mir wollen. Naja, aber ich bin halt los, Gummis kaufen, ne? Weil, okay, in ein paar Jahren ist vielleicht alles vorbei, ne? Ich merke jetzt schon, dass ich so langsam so sentimentaler werde, ne? Ich habe neulich einfach beim Spaghetti-Kochen aus nichts angefangen zu heulen. Ja, ich hab so auf die Packung geguckt und dachte, oh mein Gott, eine Nudel, die 9 Minuten hart bleibt. Ja, ein paar Jahre ist vorbei, ne? Kommt nur noch Staub. Wenn ich dann eine Alte anspritze, denkt sie, ich will panieren. Ist halt so, ne? Im Alter wird alles schlechter. Ne? Ich fange jetzt extra an, so für die Fitness Kampfsport zu machen. Ja, aber der erste junge Mensch, der im Bus für mich aufsteht, kriegt direkt auf die Fresse. Na, aber egal, ja, ich war halt los, Gummis kaufen und stehe dann im Supermarkt, stehe an der Kasse und neben mir in der Schlange steht eine Frau, die guckt mich mit so einem Blick an, den kennen eher Frauen von Männern. So ein... Und ich fühlte mich total objektifiziert. Und das fand ich gut. Aber dann habe ich den Grund gesehen, weil ich hatte große Gummis aufs Laufband gepackt und ich komme mit normalen Gummis aus. Ich kann da durchaus noch ein bisschen Platz untervermieten. Aber was soll man machen in so einer Situation? Ne? Ich habe halt einfach ins Regal gegriffen. Ne? Ist mir egal, was ich in ein paar Jahren wegschmeiße. Aber was soll ich machen? Soll ich die Dinger mitnehmen? Und dann geht die mir hinterher und ich kann die Erwartung nicht erfüllen, weil sie wirkte schon so ein bisschen so, als wenn ihr Ja heißt Ja mehr wert ist als mein Nein heißt Nein. Und die andere Variante wäre an der ganzen Schlange vorbeigehen. So. Ich habe sie dann gekauft. Zu Hause habe ich sie dann aufgerissen, das Übliche gemacht. Überall verteilt, ein paar im Schlafzimmer, ein paar im Sofa in der Spalte, immer vorbereitet sein, ein paar im Badezimmer, wer weiß. Sogar in der Küche, in der Schublade, who knows, vielleicht. Ja, eigentlich ist es nur so ein Markieren, so ein hier werde ich keinen Sex haben, hier werde ich keinen Sex haben und hier werde ich keinen Sex haben. Vielen Dank, das war meine Zeit, Dankeschön. Aaron! Basti! Einen großen Applaus bitte!